Servus zusammen, recht herzlich willkommen. Wir sind immer noch unterwegs und suchen die Ziele Wolf und Hound. Shaggy hat bereits ins Gras gebissen. Also, es geht weiter und zwar mit The Division 2 hier bei mir. Und wir spielen die Fahndung. Und wir sind auf der Suche nach Kelso. Agent Kelso hat sich verdünnisiert, keiner weiß warum. Und wir ahnen natürlich eventuell Schlimmes, denn wir haben ja mit Fei Lau schon eine unangenehme Geschichte gehabt. Und da wollen wir doch hoffen, dass das nicht jetzt bei Agent Kelso so der Fall ist. Nichtsdestoweniger werden wir es wissen, wenn wir diese Fahndung abgeschlossen haben. Aber dazu, ups, da wären wir jetzt beinahe ins Loch gefallen hier. Alter, da ist ja also wirklich... Das hätte man aber auch wirklich ein bisschen ordentlich absichern können. Ja, also wie gesagt, wir müssen uns hier ein bisschen durchkämpfen von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt, von Kopfgeld zu Kopfgeld. Und als nächstes sind die Buben Wolf und Hound dran. Und ich weiß nicht, was er hier macht. Er macht ein bisschen Stress hier. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Ja, ist ja auch klar. Ich meine, wenn man auf ihn schießt. So. Okay, okay, okay. Wo kommt einer? Irgendwo tut sich da was. Irgendwo... Ah, da unten tut sich was. Wie habe ich das zu verstehen? Ach was? Und das war's gar nicht? Ach, jetzt müssen wir da hoch. Eieieiei, irgendwie kommt mir das schon wieder bekannt vor. Als hätten wir es schon mal gesehen. Okay, da links ist wieder was. Das sind böse Buben, aber von denen wollen wir jetzt nichts. Wir müssen woanders hin, wir müssen da hoch. Ach, wir müssen da hoch. Ach ja, wir müssen da hoch. Und das ist Wolf. Okay, dann kümmern wir uns mal jetzt um Wolf. Freundche. Freundche, Freundche. Ja, das dachte ich mir. Cool wäre natürlich, wenn wir hier schnell hochgehen. Munition aufnehmen. Ach, da oben sind welche, gell? Das ist schlecht. Augenblick. Nee, dieses rote Dingens ist auf der Straße, glaube ich. Gut. Tja, ich würde sagen, Begrüßung. Ach. Ja, das war wieder nicht so wie gedacht. Das ging wieder ein bisschen in die Hose. Ziel neutralisiert. Sehr gut. Wie? Wolf ist schon weg? Ja, wenn das so ist. Ah, ja. So, wir kriegen... Ach, da sind welche. Wolf ist bereits Geschichte. Das ist natürlich nicht verkehrt. So, solange die Kollegen hier... Ah, sowas macht er. Mann. So, die Drohne raus. Die wird uns jetzt ein bisschen helfen. Ich fasse es nicht. Was macht er? Ah. Hä? Kommt denn jetzt er her? So, bist du der Letzte von der Party? Bist du der Letzte, der nach Hause geht? Nee, lange nicht, so wie es aussieht. Also was mich ärgert, ist jetzt wirklich, dass ich hier die Raketen verhunzt habe. Ja, kommt hier schön lang. Durch diese hohle Gasse könnt ihr kommen. Ja, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Oh.
Ja, klar. Noch mehr. Ah, Hound ist jetzt auch hier. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's ja richtig interessant. Wer von euch ist Hound? Oh, 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 oh. Oh, da hinter mir kommt einer. Oder? Ist klar, ne? Oh, oh. So, damit wäre das auch geklärt. Komm, Stufenaufstieg. Komm, 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 komm. Nicht weglaufen. Wir haben noch so viel zu bereden. Ja, kommt der Prophet nicht zum Berg, dann muss der Berg zum Propheten. Ja, wusste ich doch, dass es da noch ein bisschen knallt. So, where's Hound? My friend. Nee, du bist es auch nicht, ne? Du bist es! Wusste ich's doch. So, für euch mein Freund hier, meinen Geflügelten. Und für die Hound, meine AK. Das war's, mein Freund. So, jetzt machen wir hier Feierabend, ne? Wir müssen uns auch ein bisschen um die wesentlichen Dinge kümmern. So, da ist er doch, mein Stufenaufstieg. Da freue ich mich. Sehr schön. Ja, das freut mich, das freut mich, das freut mich doch sehr. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich vermute wieder mit einem Kopfgeld Notunterkunft. So, wer würde denn da auf uns warten? Abraham Scalpel Hill. Oh, mein Freund. Da haben wir ein bisschen Zeit, ne? Also, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Dumm, Diddledei. Wie wär's dann mit uns zwei? Okay. Dadi, dadi, dada. So, feine Sachen hoffe ich doch für uns. Raketen, Granaten, Munition bis zum Abwinken. Das werden wir wohl jetzt gleich brauchen, habe ich so den Eindruck. Wir schauen mal. So, wir belassen es bei den Fertigkeiten, weil, wie gesagt, die Drohne hat uns schon, die Wiederbeleber-Drohne, Wiederbeleber, Wiederbeleben, wieder? So, jetzt aber, der Drohnenstock, die Wiederbeleber-Drohnen, ja, okay, alles klar, passt schon, das hat uns schon den Arsch gerettet, gerettetetetet. So, sind wir soweit aufmunitioniert? Nee, da brauchen wir noch ein bisschen. Da brauchen wir noch ein bisschen. So, okay. Kopfgeld, mein Freund. Kopfgeld akzeptieren, überspringen und bestätigen. Sehr schön. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir mal einen schnellen... Nö, wir laufen, wir laufen. Wir sind gut zu Fuß, wir laufen. Ja, ist klar, ne? Ihr gebt aber auch keine Ruhe. So, da werden noch mehr sein, habe ich so den Eindruck, oder? Da werden doch noch mehr sein. Wir halten uns etwas weiter rechts. Oh, hier ist es nass. So, da tut sich was. Da kommt was. Notunterkunft, 200 Meter, alles klar. Okay, servus.
Alles senkrecht. So. Notunterkunft, da müssen wir da hoch anscheinend. Ja, Propagandasendung, die brauchen wir gar nicht. Die interessiert uns gar nicht. Das ist da oben. Das will ich gerne umgehen. Das brauche ich nicht. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. So, dann kommen wir der Sache doch schon etwas näher. Warum sind hier so viele Schulbusse? Ich glaube, es wäre besser, wir würden die Drohne mal erstmal... Ach du Schande, ist da eine Marodeur oder irgend sowas? Was macht denn da so ein Krach? Ups. Ups, ups, ups. So, wie sieht's aus? Drohne ist wieder okay. Mhm. So weit, so gut. Also es gewittert ganz schön hier. Was für eine Lieferung? Lieferando.de oder was? Oh, wir müssen da rein. Das gefällt mir nicht so sehr. Ach, das ist dieses... Ha, alles klar, ich weiß. Ah, diese ausgebrannte Hütte. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das ist diese ausgebrannte Hütte. Ah! Okay. Kommt gleich was um die Ecke. Achso, das hatten wir schon. Ah, ja. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Okay, okay. Noch einer. Muss ein Nest sein. Ich komme überhaupt nicht zur Tür rein. Ups, und wieder raus. So, da werden sie jetzt gleich rauskommen. Okay. Oh, was war das? Was war das? Oh, oh. Da kommt was. Man sieht aber auch gar nichts hier. Sag mal, wie viel kommen denn da noch? Da muss ja ein Nest sein. Und ich habe so das Gefühl, ich muss gleich niesen. Habt ihr was gesehen? Da ist noch einer, da ist noch einer.
Häuserkampf. So. Und überall sind Gasflaschen. So, theoretisch geht's nach oben. So, Dele, was haben wir denn da? Ach, da können wir wieder plündern. Ja, also, guck's dir an. Schubidubidu. Ich meine, noch ist das ja alles leichte Kaliber, ne? Aber das kann es ja nicht sein. Ups. Jetzt kommt doch irgendwas Schweres, habe ich so das Gefühl. Wo ist denn eigentlich meine Drohne? Hat die sich irgendwohin verirrt? Ja, ja, die Kollegen laufen da rum. Okay. Ja, da oben sind dann die Roboter. Dann wird es natürlich interessant. So, Delay. Okay, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo meine Drohne ist. So, da oben ist doch jetzt meines Wissens dieser. Ah, und es regnet. Deswegen auch der Donner die ganze Zeit. So, wir schauen mal. Vorsichtig um die Ecke, durchs Fenster. Ja, das sind sie doch. Okay. Und die Drohne raus. Und wir versuchen hier hochzukommen. Okay. Wie? Ach du Schande. Die Drohne. Ja, ah, die kommt da hoch. Okay, der Kollege kommt hier hoch. Ja, was ist jetzt? Mach fertig! So. Oh ja. Okay. Okay. Jetzt wird's natürlich heiß. Und die kommen natürlich hier hoch. Mag zwar sein, dass du kommst, aber die Frage ist, wirst du auch bleiben? Was hat der Gegner? Haben Sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht.
Sauber, da hätten wir das auch gesäubert. Two Bridges hätten wir somit auch gesäubert und damit sind wir jetzt auch eigentlich erstmal durch mit diesen zwei Missionen, die freigeschaltet waren. Civic Center und Two Bridges, den Financial District und Battery Park. Und dann wird es ja erst interessant, dann werden wir vermutlich erst unser Primärziel, nämlich Agent Kelso, finden. Sind ja erst für ein bisschen später angedacht. Aber das war jetzt dann doch wieder, ja, langsam, bedächtig, kontrolliert hier vorgearbeitet und dann doch souverän abgeschlossen. Wer auch immer hier den Kollegen dann aus dem Spiel genommen hat, das war natürlich wieder die Drohne höchstwahrscheinlich. Auf die kann ich mich verlassen. So. Dann haben wir hier wieder ein bisschen eingesammelt. Und da hinten gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen extra. Dazu müssen wir, glaube ich, hier irgendwas drücken. Einmal den Hebel betätigen. Gerne. Danke. Bitte. Okay, Türe, öffne dich. Da müsste doch ein Waffenkoffer sein. Was haben wir denn hier Feines? Hm, naja, okay, wir nehmen es mit. Ist jetzt nicht so mein Ding. Okay, alles klärchen, Bärchen. Wunderbärchen. So, das war's dann, glaube ich, für hier, für diesen Teil, oder? Ach, da war noch irgendwas. Ah, da unten gibt's noch was. Oh, und da regnet's und macht's und tut's. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier jetzt stressfrei runterkommen. Bevor ich mich verlaufe. Stopp mal. Einmal hier komplett durch. Und dann war es doch irgendwo hier durch, gell? Da geht's doch runter. Ah, aber da hat's noch was. Ah, die sieht doch nett aus. Damit kann man arbeiten. Die hat wenigstens ein ordentliches Magazin. So, Udele, hier geht's lang und dann wieder hier runter. Ja, das hatten wir schon. So, da steht niemand, der uns noch den Weg versperren will. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Augenblick mal. Nee, nee, das war nicht hier, oder? Doch, doch. Genau, da geht's raus. Da geht's raus in die Freiheit, an die frische Luft. Ich hoffe, dass er nicht bleiverseucht ist. Sodele. Sehr schön. Wunderbar. Wir gehen mal kurz in Deckung. So, denn wir haben jetzt also diese Fahndung abgeschlossen. Und wie gesagt, das dauert noch ein kleines bisschen, bis es dann hier weitergeht im Financial District. Und deswegen denke ich, werden wir in der Zwischenzeit mal hier ein bisschen weitermachen, damit wir hier nochmal etwas die Story zusammenbekommen mit Captain Lewis zum Beispiel. Und das finde ich dann ganz interessant. Und das werden wir hier die nächsten Folgen zu sehen bekommen. Jupiter Hornet, Borden, Schäfer, Failau, Captain Lewis. Und die zwei sind schon abgeschlossen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob die dann sich nochmal aktivieren, dass wir die nochmal spielen können. Und natürlich hier diese beiden und der Anwerber, den haben wir ja auch noch nicht zu Ende gespielt. Also da steht noch einiges aus, was wir hier die nächste Zeit machen können als Übergang, um dann natürlich wieder hier zur aktuellen zu wechseln. Augenblick. So, hier nehme ich zu Agent Kelso. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Das soll es da mal wieder gewesen sein hier für diese Folge und für diese Fahndung. Wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Kanal mit The Division 2 und Fahndungen in der Übergangszeit. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. So, na, bringen wir dich hier noch recht ins Licht. So doch einigermaßen, oder? Oh, er ist aber auch schon wieder hier drin. Ich sag Dankeschön, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.